Über die Jahre hinweg nun bietet die Erde den verschiedensten von Tierarten einen Lebensraum. Leider kam es in der Vergangenheit aber immer wieder vor, dass viele dieser Tiere den Anblick der Erde nie wieder erleben durften. Sei es durch Ausrottung durch den Menschen oder durch andere Einflüsse. Was würdet ihr aber sagen, wenn Tiere, die als ausgestorben gelten, es in Wirklichkeit aber überhaupt nicht sind? Ich weiß, das klingt zu abgehoben, um wahr zu sein, aber seht doch selbst. Hier ist Montgomery am Dienstag mit fünf ausgestorbenen Tieren, die noch existieren sollen. Nummer 1. Die Wandertaube. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts zählte die Wandertaube mit geschätzten 3 bis 5 Milliarden Exemplaren zu den häufigsten Vogelarten der Welt. Laut Augenzeugenberichten flogen sie in Schwärmen von mindestens 1,6 Kilometer Breite und 482 Kilometer Länge. Die Spezies ist letztlich wegen Jagd durch den Menschen und durch Verlust von Lebensraum vom Angesicht dieser Erde verschwunden. Laut einigen Vogelkundlern soll die Wandertaube immer noch am Leben und demnach nicht ausgestorben sein. Zudem planen Wissenschaftler die Klonung dieser. Nummer 2. Mokele Mbembe. Der Mokele Mbembe ist ein mythisches Wesen, das in den Urwäldern Zentralafrikas leben soll und dem, was wir Dinosaurier nennen, am ähnlichsten ist. Bei dem im Kongo-Becken rund um den See Tele ansässigen Pygmäenstamm ist sein Ruf Mokele Mbembe, was so viel wie der den Lauf des Flusses stoppt bedeutet, legendär. Nach den Berichten und Überlieferungen der Pygmäen soll Mokele Mbembe die Fischer des Stammes in ihren leichten Kanus angegriffen haben. Nummer 3. Der Beutelwolf. Der Beutelwolf, auch bekannt unter dem Namen Tasmanischer Tiger, war einst das größte fleischfressende Beuteltier der Erde. Es lebte auf dem gesamten australischen Kontinent, bevor es bis zur Ausrottung von Siedlern gejagt und getötet wurde. Ende 2013 befragten britische Naturforscher einige glaubwürdige Augenzeugen. Einer von ihnen war ein von der Regierung lizenzierter Jäger, der die Wallaby-Population kontrolliert. Er und einer seiner Kollegen sahen den Beutelwolf mehrmals mit eigenen Augen. Seit 1982 wird nun schon von Sichtungen berichtet. Die australische Regierung behauptet aber, dass es sich bei den Sichtungen lediglich um Hunde handelt. Einige Menschen glauben, das Leugnen der Existenz der Beutelwölfe sei Teil einer Verschwörung, da dies die Abholzung des Regenwaldes erlaubt. Nummer 4. Der Honshu-Wolf. Der Honshu-Wolf lebte auf den japanischen Inseln Honshu, Shikoku und Kyushu. Er gilt als die kleinste bekannte Unterart des Wolfes mit einer Körperlänge von rund 90 cm und einer Schulterhöhe von knapp 30 cm. Die spirituelle Form, auch bekannt als Makami, soll die menschliche Sprache beherrschen. Hierbei soll er gute Menschen belohnen und böse Menschen bestrafen. Sein Aussterben wird auf die Verfolgung durch den Menschen sowie eine erstmals im 17. Jahrhundert eingeschleppte Tollwut zurückgeführt. Obwohl der Wolf seit 1905 als ausgestorben gilt, gibt es Fotos und Augenzeugenberichte, die weit über das Jahr 1910 hinausgehen und den Wolf eindeutig identifizieren. Spuren für die Existenz des Wolfes werden bis heute immer wieder gefunden. Nummer 5. Das Wollhaar-Mammut. Das Wollhaar-Mammut lebte einst auf den antiken Kontinenten von Eurasien und Nordamerika. Hierbei erreichte es eine Höhe von bis zu 4 Metern und ein Gewicht zwischen 5 und 8 Tonnen. Aufgrund einer Mischung von Jagd und einem Wechsel des Klimas starb das letzte bekannte Festland-Mammut vor ungefähr 10.000 Jahren. Dennoch lebten einige Exemplare auf Wrangell Island im arktischen Ozean noch bis vor 4.000 Jahren. Dies gibt Hoffnung zu glauben, dass einige Exemplare noch heute in der unerschlossenen Wildnis von Sibirien weiterleben. Jetzt seid mal wieder ihr gefragt, was glaubt ihr, existieren diese Tiere doch noch? Oder verwechseln oder erfinden sogar einige Menschen diese Geschichten nur? Ich bin auf eure Meinung tierisch gespannt, schreibt sie in die Kommentare und diskutiert mit. In Zukunft erhoffe ich mir auch bei anderen Themen eine rege Diskussion, weil im Endeffekt ihr dem Kanal den letzten Feinschliff gibt und ohne eure Beteiligung schlicht und einfach etwas fehlt. Vielen Dank schon mal im Voraus und vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe doch, euch hat meine erste Dienstagsfolge gefallen. Falls ja, ihr wisst ja, wie ihr euch kenntlich zeigen könnt. Einen schönen Tag noch, bis Freitag, euer Montgomery und tschüss.